Heute lesen wir gemeinsam das Buch Irma hat so große Füße von Ingrid und Dieter Schubert, erschienen im Jahr 1996 im Verlag Sauerländer. Irgendwo zwischen oben und unten wohnen die Hexen. Heute Morgen herrscht große Aufregung. Irma ist weg. Irma, wo bist du? Irma, wo bist du? Irma, alle rufen durcheinander. Sie hat sich bestimmt versteckt. Wir hätten sie sonst nicht auslachen sollen. So sehr die Hexen auch rufen und suchen, Irma bleibt verschwunden. Als sich Lore an diesem Morgen die Zähne putzen will, hört sie ein leises Schnarchen. Es kommt hinter dem Zahnbecher hervor. Vorsichtig schaut Lore. Da liegt doch tatsächlich eine kleine Hexe und schläft. Hey, flüstert Lore. Hey du, wach mal auf. Mit einem Satz fährt die Hexe hoch. Potzblitz, wer wagt es, mich zu wecken? Ich, sagt Lore. Ich will nämlich meine Zähne putzen. Bist du eine richtige Hexe? Na klar, sagt Irma und schüttelt sich. Zähne putzen? Puh, pfui Teufel, das ist nichts für Irma. Sie macht den Mund weit auf und zeigt ihre Zähne. Schön gelb, was? Die habe ich mein ganzes Leben lang noch nie geputzt. Lore will ihre Zahnbürste nehmen, aber Irma hat sie schon gepackt. So, sagt die kleine Hexe, das ist mein neuer Besen. Ich will jetzt nämlich weiterfliegen. Gib her, ruft Lore. Hexen fliegen auf richtigen Besen, nicht auf Zahnbürsten. Du bist ja gar keine richtige Hexe. Und ob ich eine richtige Hexe bin, schreit Irma. Sie setzt sich auf die Zahnbürste und fliegt los. Unter ihrem Rock zieht sie einen zerbrochenen kleinen Besen hervor. Hier! Mit dem habe ich die letzte Kurve nicht erwischt. Dabei will ich doch ganz weit weg. Wohin? Will Lore wissen. Irgendwohin. Einfach ganz weit weg. Warum? Fragt Lore. Nachdem Irma auf Lores Knie gelandet ist, sagt sie leise, schau mal meine Füße an. Fällt dir nichts auf? Nein, sagt Lore. Ich sehe bloß Füße. Große Hexenfüße. Ja, schreit Irma. Große Hexenfüße. Die anderen Hexen lachen mich immer aus. Irma Quadratlatschen, Irma Riesenflossen und... Zaubern kann ich auch nicht mehr richtig. Ich habe die Zauberwörter vergessen. Jedes Mal, wenn ich was zaubern will, gibt es einen Ruck und meine Füße werden größer. Du schwindelst, ruft Lore. Tu ich nicht, kreischt Irma. So, jetzt verhexe ich dich, weil du mir nicht glaubst. Sie schreit ein ganz langes Wort, so ähnlich wie Krax, Pax, Badahax und... Mit einem Ruck sind ihre Füße wieder größer geworden. Ach, schluchzt Irma. Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Ich glaube, ich werde langsam alt. Dabei bin ich doch erst 777 Jahre. Ich zaubere nie mehr. Lore tröstet Irma. Schau mal, sagt Lore, ich habe so große Ohren. Die anderen Kinder rufen mir immer nach, Lore, Segelohre, flieg doch, Lore. Aber ich habe noch nie fliegen können.
Weißt du, ich mag deine großen Hexenfüße. Mir gefallen sie eigentlich auch, sagt Irma. Sie sehen nur so langweilig aus. Oh, da weiß ich was, sagt Lore. Holt Farben und andere Sachen und macht sich an die Arbeit. Als sie fertig ist, jubelt Irma. Bin ich froh, jetzt habe ich die schönsten, lustigsten Füße von allen. Jetzt darfst du dir was wünschen. Lore weiß nicht, was sie sich wünschen soll. Und zaubern will Irma ja nicht mehr. Lass mich erstmal meine Zähne putzen, sagt sie. Vielleicht fällt mir dann was ein. Irma schaut gespannt zu. Tut das weh? Fragt sie. Nein, das kribbelt nur ein bisschen. Willst du auch mal? Zuerst traut sich Irma nicht. Dann probiert sie es. Ihre Zähne werden violett. Und dann schreit sie, die Zauberwörter, mir fallen die Zauberwörter wieder ein. Ich kann wieder hexen, kichert Irma. Was soll ich dir zaubern? Lore überlegt. Zauber doch mal einen Drachen, aber einen kleinen. Irma murmelt und murmelt und murmelt. Zuerst klappt es nicht so richtig. Lore schaut da und dort ein bisschen wie ein Drache aus. Schau dir mal die Nase von Lore an. Oder die Füße. Oder auf dem Rücken. Oder hier unten. Lore schaut da und dort ein bisschen wie ein Drachen aus. Aber das geht schnell wieder weg. Denn schau, hier ist wieder alles weg. Plötzlich raucht und zischt es. Otto, schreit Irma. Kannst du Otto schon erkennen? Also ich sehe ihn schon. Schau mal hier. Hier steckst du, sagt der Drache. Wir vermissen dich so, seit du weg bist, haben wir nichts mehr zu lachen. Komm, wir fliegen nach Hause. Gleich, sagt Irma. Schau dir zuerst mal meine Füße an. Donnerwetter, sagt Otto. Das sind die lustigsten Hexenfüße weit und breit. Da werden die anderen aber staunen. Und was ist mit deinen Zähnen passiert? Na, das erzähle ich dir später, sagt Irma. Lore ist ein bisschen traurig, weil Irma mit Otto wegfliegen will. Wir sehen uns ganz bestimmt wieder, sagt Irma und gibt Lore einen Kuss auf das linke Ohr und dann einen Kuss auf das rechte Ohr. Das ist meine Überraschung, sagt sie. Du brauchst nur mit den Ohren zu wackeln. Dann fliegen Irma und Otto los. Lore wackelt gleich mit den Ohren. Und was passiert da? Sie fliegt. Sie kann segeln mit ihren Ohren. Und schau mal, da fliegt sie immer weiter. Wo sie nur hinfliegt. Nach einem kurzen Rundflug landet sie neben ihrer Mutter. Kind, sagt die Mutter. Wer hat dir denn das beigebracht? Die kleine Hexe Irma, kichert Lore. Na, du hast aber komische Freunde, sagt die Mutter. Lore überlegt den ganzen Tag
Und am Abend kann sie schon richtige Kunststückchen. Der Vater und die Mutter wundern sich sehr. Plötzlich klopft es am Fenster. Draußen sitzt eine Eule. Sie hat einen Brief im Schnabel. Für Lore von Irma, krächzt die Eule. Ich warte auf Antwort. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du auch schon lesen kannst, sagt der Vater. Na klar, sagt Lore, ich kann lesen. Und diesen Brief, den die Lore von der Irma erhalten hat, den siehst du hier. Und vielleicht kannst du ja auch erkennen, was in dem Brief drin steht. Nun ja, vielleicht könnte Irma Folgendes geschrieben haben. Liebe Lore, ich bin mit Otto wieder zurück in den Hexenwald geflogen. Dort haben wir uns gefreut, die anderen Hexen wiederzusehen, und sie haben sich auch gefreut, uns wiederzusehen. Sie waren ganz begeistert von meinen bunten Hexenschuhen und sogar von meinen lila Zähnen, denn die habe ich ihnen auch gezeigt. PS, könntest du Lore vielleicht mal mit einer Zahnbürste zu mir kommen? Vielleicht so gegen 23:45 und dann im Hexenwald den anderen Hexen, dass ich denen auch mal die Zähne putzen kann mit der Zahnbürste. Vielleicht so am 16. September. Kuss von Irma. Und das war das Buch Irma hat so große Füße. Von Dieter und Ingrid Schubert, erschien 1996 im Verlag Sauerländer.